Der große Wunsch nach Freiheit. Freiheit, wie ich es von meinen Reisen kenne. Am Morgen aufwachen ohne das Klingeln des Weckers. Ganz entspannt überlegen, was ich den Tag über machen möchte und wo ich am Abend sein möchte. Keine Termine, kein Zeitdruck und irgendwann kommt dieses wundervolle Gefühl. Dieses Gefühl von Glück, Freiheit und Gelassenheit. Ich freue mich so sehr über die kleinen Dinge. Ich beobachte meine Umgebung viel aufmerksamer. Ich sitze zum Beispiel wie auf Kujam stundenlang auf der Terrasse meines Bungalows, grinse vor mich hin, habe dieses unglaublich schöne Gefühl in mir, freue mich über den Sonnenschein, den blauen Himmel und diesen tollen Garten um mich herum. Ich lese mein Buch und fühle mich nicht getrieben. Ich kann einfach sein, wie ich bin, solange ich möchte. Oder auf meinem Albanien-Roadtrip, als ich meinem Gefühl gefolgt bin, meine Pläne über den Haufen geschmissen habe und doch nochmal ans Meer gefahren bin. Ich wurde belohnt mit einem wundervollen Sonnenuntergang am gleichen Abend. Und am nächsten Morgen haben mich Pferde am Strand begrüßt. Noch dazu habe ich an diesem Platz wundervolle Menschen kennengelernt. Es war großartig. Ich hatte einfach so aus dem Gefühl heraus die richtige Entscheidung getroffen und meine Pläne Pläne sein lassen. Denn es heißt ja nicht umsonst, Leben ist das, was passiert, während wir Pläne machen. Gleichzeitig habe ich aber auch den Wunsch nach Sicherheit in mir. Ich liebe meine Wohnung, ich bin gerne hier und ich weiß, dass ich hierher immer zurückkommen kann. Meine ganzen Sachen sind hier sicher untergebracht. Ich habe einen Job, der meine Rechnungen zahlt. Ich weiß, wo ich schlafe, wo ich Wäsche waschen kann und kann auch einfach mal einen Tag auf der Couch verbringen, wenn mir danach ist. Meine Freunde und meine Familie sind in meiner Nähe und wann immer ich möchte, kann ich mich mit ihnen treffen und mit ihnen Zeit verbringen. Wie lassen sich nun aber diese beiden Gefühle in mir vereinen? Der große, große Wunsch nach Freiheit und gleichzeitig dieser Wunsch nach irgendeiner Sicherheit, die es so wahrscheinlich sowieso nicht gibt. Ich bin zerrissen und je nachdem, wie mein Tag verläuft, überwiegt das eine oder das andere Gefühl. An manchen Tagen möchte ich gar nicht erst aus dem Bett aufstehen und mich einfach nur verkriechen. An anderen Tagen bin ich so voller Motivation und diesem positiven Gefühl, dass ich den ganzen Tag unterwegs sein möchte, in der Natur umherspringen und das Leben genießen möchte. Ich habe schon so oft gesagt, ich möchte die Reisesteffi mehr in den Alltag integrieren. Das ist allerdings viel schwieriger, als ich gedacht habe. Schon nach wenigen Tagen zurück im Alltag mit der Arbeit und dem leider oft auch grauen Wetter hier in Deutschland in der Winterzeit ist von der Gelassenheit und dem guten Gefühl einer Reise kaum etwas übrig. Im Januar war ich in Thailand. Ich war voller Energie, glücklich und frei. Ich habe mich viel mit mir und meinen Zukunftsplänen beschäftigt und habe mir einfach mal Zeit genommen, darüber nachzudenken, was mich denn auch im Alltag glücklicher machen würde. Herausgekommen ist eine lange, lange Liste. Mehr Bewegung. Am besten mehr Bewegung in der Natur, denn draußen in der Natur geht es mir immer besonders gut. Viel Zeit mit Tieren, besonders mit Pferden, denn auch beim Pferd geht es mir immer besonders gut und die Pferdezeit ist wie eine kleine Therapie.
Ich möchte mich mehr auf das Positive konzentrieren, weniger konsumieren. Und ganz wichtig, ich möchte auch wieder Spaß an meiner Arbeit haben. Denn schließlich mag ich meinen Job. Zumindest eigentlich. Ich möchte mehr lesen und endlich mal wieder kreativ sein. Ich kam super motiviert aus Thailand zurück. Zurück in das kalte, graue Deutschland. Eine Arbeit mit immer mehr Ansprüchen, aber weder größeren Zeitkapazitäten noch mehr Mitarbeitern. Und das hat mich diesmal fast noch mehr getroffen als nach meinen anderen Reisen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach immer älter werde und mir Gedanken mache, ob ich das so die nächsten 23 Jahre noch machen möchte. Und hier kann ich ein klares Nein als Antwort geben. So geht das nicht weiter. Ich kann doch nicht den Alltag durchhalten, nur um wenige Wochen im Jahr und immer wieder mal am Wochenende frei zu sein und dieses unglaubliche Gefühl in mir zu spüren, was im Alltag nur sehr selten vorkommt. In Thailand war ich mit meinem Rucksack unterwegs, Backpacking. Darin war alles, was ich brauche. Ich habe eigentlich nichts vermisst. Zurück zu Hause hat mich plötzlich nicht nur der Alltag, sondern auch mein ganzer Kram erschlagen. Ich habe einfach zu viel Zeug. Im letzten Jahr habe ich die Minimalismus-Challenge gemacht und aussortiert. Trotzdem habe ich einfach immer noch viel zu viel Zeug. Und im Moment fühle ich mich davon eingeengt und wie erdrückt. Es ändert sich etwas in mir. Mein Wunsch nach Freiheit nimmt Überhand. Ich möchte viel mehr von diesem Gefühl, dauerhaft, immer wieder und nicht nur auf Reisen. Fest steht, es muss sich in diesem Jahr etwas ändern. Und zwar grundlegend.